Excuse me? In many different languages! Und das war der Moment, in dem wir begriffen haben, okay, darum geht's in dem Spiel. Das ist das Thema. Darum geht das so. Es geht um unsere Angst vorm Nein sagen. Ich kann vielleicht noch kurz eine Anekdote teilen, die jetzt gerade auch erst vor ein paar Wochen war. Hallo Freunde und super, super schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Was ist denn eigentlich der April für einen mega, mega cooler Release-Monat? Erst hatten wir Potion Party. Verdammt! Und jetzt ist es Say No More von Studio Fispin. Deshalb freue ich mich total, dass heute Katrin Rathke, die Lead-Programmerin von Say No More, mit dabei ist. Genau wie Marius Winter, der Game Director. Gebt dem Video unbedingt einen Daumen nach oben, wenn dir das gefällt, dass wir hier immer wieder coole Entwickler-Interviews haben. Und ich würde sagen, wir starten direkt los. Lass uns über Say No More quatschen. Ja, ihr beiden, super, super schön, dass ihr mit dabei seid. Sagt mal, könnt ihr eigentlich noch Ja sagen? Nein. Doch. Vielleicht warst du direkt so ein bisschen verwundert von der allerersten Frage. Für dich schon mal als Info, im Spiel Say No More geht es darum, dass man lernt, häufiger auch einfach mal Nein zu sagen. Focus on the no-saying entirely. Man spielt einen Praktikant und eine Praktikantin, die das in unterschiedlichen Situationen tun muss. Wieso genau und was sich die Entwicklerinnen und Entwickler dabei gedacht haben, würde ich sagen, fragen wir doch mal direkt nach. Die Message, die wir erzählen wollen, ist, dass es voll okay ist, sich Grenzen zu setzen. Das Spiel geht sehr stark später in die Richtung, in dieses Gefühl, dass viele Menschen haben, also ich persönlich auch oft, dieses Gefühl, wenn ich zu oft Nein sage, bin ich dann ein schlechter Mensch? Bin ich irgendwie grumpy? Bin ich blöd oder so? Ich will doch einfach nur ein guter Mensch sein. So, ich muss immer offen sein für all die Dinge. Also es geht nicht darum, jetzt nur noch Nein zu sagen. Es geht auch nicht mehr darum, niemals mehr Ja zu sagen. Aber so, es ist okay, sich Grenzen zu setzen. Ich kann vielleicht noch kurz eine Anekdote teilen, die jetzt gerade auch erst vor ein paar Wochen war, zum Thema Nein sagen. Ich war bis vor kurzem im Vorstand von einem Verein, der heißt Ready to Code, der auch super cool ist, solltet ihr euch alle angucken. Das hat mir super viel Spaß gemacht, aber ich habe gemerkt, das ist auch echt viel Verantwortung und ich habe gerade super viel zu tun mit der Arbeit und privat und es wird mir einfach gerade zu viel. Und eigentlich wollte ich das unbedingt weitermachen, weil mir das so sehr am Herzen liegt und habe dann aber gemerkt, es geht gerade einfach nicht und habe mich dann dazu entschieden, fürs nächste Jahr mich nicht mehr aufstellen zu lassen. Das war für mich mega schwer, weil mir das halt so wichtig ist, aber ich habe gemerkt, für mich selber muss ich das jetzt machen, damit nicht gefühlt alles hinten rüberfällt, ne, weil ich an allen Stellen so viel zu tun habe und dann nichts mehr richtig machen kann. Und jetzt tatsächlich, eigentlich hat sich gar nicht so viel geändert. Ich bin immer noch in einem Verein in der Orga tätig und helfe da immer noch mit. Und faktisch mache ich eigentlich gar nicht weniger, aber dieser Druck ist total raus. Und das hat mir in dem Moment halt voll geholfen, da jetzt zu sagen, das mache ich jetzt nicht mehr, aber diese andere Sache, also weiter darin mitarbeiten, kann ich noch weitermachen. Und das ist auf jeden Fall was dadurch passiert ist, dass ich an Say No More gearbeitet habe, weil mir dadurch viel öfter im Hinterkopf ist, hey, das ist auch okay, Nein zu sagen. Und am Ende war es auch total okay. Also niemand war enttäuscht von mir oder so. Das ist ja dann auch immer so eine Angst, die man hat, ne? Dass dann, wenn man sagt, ach, ich will das nicht machen, dass dann Leute denken, ach Mann, aber warum denn nicht? Aber so war es gar nicht so. Alle waren so total verständnisvoll und haben gesagt, ja klar, wenn du viel zu tun hast, dann ist das fein. Laut eurer Beschreibung auf den ganz vielen unterschiedlichen Plattformen ist das Ganze ein NPG. Ein RPG kannte ich bisher schon, aber was ist denn eigentlich ein NPG? Das ist ein neues Genre. Na, der Hintergrund von NPG kam so ein bisschen von viel Gespräche, auch mit unserem Publisher und so, wie vermarktet man dieses Spiel? Das ist wirklich schwierig zu beschreiben, was dieses Spiel ist. Es war Andreas von unserem Publisher, der Idee hatte, lass uns doch einfach einen neuen Begriff erfinden. Und NPG, No Playing Game, ist einfach auch witzig und passt irgendwie zu dem Humor. Wir hatten ganz am Anfang mal die Bezeichnung One Button Game. Das stimmt nicht ganz, weil es sind am Ende doch ein paar mehr Buttons geworden als nur einer. Man kommt tatsächlich durch einen großen Teil des Spiels durch, indem man tatsächlich immer nur einen Button drückt. Hin und wieder muss man auch mal was anderes machen. Natürlich macht es auch mehr Spaß, wenn man hin und wieder mal was anderes macht. Aber es ist eine Art One Button Game. Alles, was man machen kann, ist Nein sagen mit diesem Button. Marius, du bist ja der Game Director des Spiels. Nimm uns mal mit in deine Arbeit. Was genau hast du eigentlich gemacht? Die Idee von dem Spiel und so den ersten Prototypen haben mein Freund Nick und ich gemacht, Nick Meierhöfer. Wir kennen uns seit dem Kindergarten und wir haben vor 4 Jahren einen Prototypen gebaut und da ist so diese Idee, so
angefangen hat, sie angefangen zu entstehen. Und dann wurde es ein Studio Fitzman-Projekt und ich habe mich sehr stark um die Story gekümmert und sie dann zusammen mit Brandon Gibbons zusammen geschrieben und quasi Regie geführt. Also was passiert in der Geschichte von Anfang bis Ende, was sind die Storybeats? Für mich gab es nie so das Gefühl, dass ich morgens aufstehe und überlege, okay, was mache ich als Game Director heute, was ist meine Aufgabe heute, sondern man so diese fast 2 Jahre, die wir das Spiel jetzt bei Studio Fitzman produziert haben, waren eigentlich größtenteils das Spiel formen und mein Feedback dazu geben, was ich für richtig halte. Es gab nicht einen Moment, in dem wir da saßen und überlegt haben, hey, lass uns ein Spiel übers Nein-Sagen machen, weil uns fällt es schwer, Nein zu sagen, lass uns ein Spiel drüber machen. Den Moment gab es nicht. Es fing so an, dass Nick und ich in Unity einfach so ein bisschen rumgespielt haben. Wir sind einfach unserem Gefühl gefolgt und wollten einfach etwas machen, was uns zum Lachen bringt. Irgendwas, was uns irgendwie erfüllt. So, was könnte es für Mechaniken geben, die uns zum Lachen bringt? Irgendwie sind wir darauf gekommen, lass uns ein Spiel machen, in dem es eine Unterhaltung gibt. Man erhält sich mit anderen Figuren und man kann nur ein paar Sachen antworten. Und die eine dieser Antworten war Nein. Und dann haben wir schnell gemerkt, ne? Nein sagen die ganze Zeit. Das ist ja ganz witzig. Wäre es nicht witzig und komisch, ein Spiel nur übers Nein sagen zu machen? Ja, das war echt witzig. Und dann haben wir einen Prototypen gemacht, in dem man ein Praktikant ist und dann sagt nur Nein. Und einfach der Humor hat uns schon erfüllt. Und der spannendste Teil war, als wir diesen Prototypen herumgezeigt haben, zum Beispiel beim Talk and Play in Berlin. Und Menschen haben das Spiel gespielt und haben gelacht. Und das Allerbeste waren die Gespräche dann danach mit den Leuten, die das gespielt haben. Denn zuerst redet man ein bisschen über das Spiel, aber dann ganz schnell reden wir gar nicht mehr über das Spiel, sondern über unsere eigene Beziehung mit dem Wort Nein. Und es gab so oft Gespräche, wo immer gesagt wurde, oh ja, ich sollte auch mehr Nein sagen, ja, das wäre voll gut. Und das war der Moment, in dem wir begriffen haben, darum geht es in dem Spiel. Das ist das Thema, darum geht das so. Es geht um unsere Angst vorm Nein sagen. Und erst dann haben wir auch gemerkt, wir haben ja auch ein bisschen Angst vorm Nein sagen. Boah, krass. Ja, Katrin, du dürftest all diese Ideen von Marius und dem Team dann umsetzen beim Programmieren. Gib uns da doch mal einen Einblick rein. Also ich war nicht von Anfang an dabei. Marius und Nick haben ja den Prototypen alleine gemacht und sind danach erst damit zu Studio Fizzbin gekommen. Das heißt, als ich dazugekommen bin, gab es schon den Prototyp. Also es war schon einiges da an Idee und wie das Spiel am Ende werden soll. Und am Anfang war auch gar nicht geplant, dass wir dafür überhaupt so viel Dev-Power brauchen. Und haben dann aber noch ganz viel ausprobiert und gesehen, ach cool, da könnten wir hier noch dieses machen und das noch ausprobieren. Und dann ist doch noch immer wieder ein bisschen was dazugekommen, bis wir gemerkt haben, okay, da muss doch einiges auch gemacht werden von der Programmiererin. Was ich dann gemacht habe, ist, ich habe tatsächlich ganz viele Tools geschrieben. Also Marius und Nick haben gesagt, hey, diese Figur, wir wollen ein System haben, mit dem wir einfach auf dem Boden Punkte setzen können und dann soll die da langlaufen. Und dann habe ich dieses Tool geschrieben, das die beiden dann benutzen konnten, um anzufangen, die Level zu bauen. Das fand ich übrigens total cool, es hat super viel Spaß gemacht. Weil es kam halt immer erst eine Anforderung und dann habe ich das gemacht und dann kam Freude. Das war richtig schön. cool, guck mal, jetzt können wir, das kann die hier langlaufen. Und so kam dann immer eins nach dem anderen dazu. Dann gab es ein System, dass man dann, dass die Figur dann schon mal Nein sagen kann, wenn man auf die Leertaste drückt. Dann kam dazu, dass die Figur auf verschiedene Arten Nein sagen kann. Wir haben auch ganz viele Platzhalter-Sprachaufnahmen eingebaut, die Marius aufgenommen hat. Das war auch sehr schön. Da war das ganze Spiel voll mit Marius. Ich war auch nicht alleine. Also wir hatten auch ein Team von ProgrammiererInnen. Also da waren auch noch andere Leute beteiligt. Ich habe das nicht alles alleine programmiert. Ihr habt Say No More ja für viele unterschiedliche Plattformen umgesetzt. Wie lief das ab? Habt ihr das wirklich für jede Plattform gemacht? Oder hat vielleicht auch der Publisher Thunderful da einiges gemacht? Wie lief das denn ab? Also wir haben das Spiel ja in Unity gemacht. Und wie wir alle wissen, muss man in Unity nur einen Knopf drücken und dann hat man das Spiel für alle Plattformen gemacht. Nee, also ganz so einfach war es leider nicht. Wir haben das tatsächlich alles auf unserer Seite gemacht. Also die Ports dafür. Wir haben zuerst uns auf Windows konzentriert, aber natürlich zwischendurch schon mal immer geguckt, läuft das, was wir da machen, überhaupt auch auf den anderen Plattformen. Also zwischendurch haben wir viel auf der Switch getestet, weil die schwächste Plattform tatsächlich ist, die wir da unterstützen und haben dann immer mal wieder das Spiel auch auf die Switch geladen, schon während der Entwicklung geguckt, ob wir das so machen können oder ob wir ja zu viele Physics-Objekte zum Beispiel haben. Relativ am Ende haben wir dann tatsächlich alles fertig gemacht für die verschiedenen Plattformen und dafür gesorgt, dass es eben überall läuft.
Ihr habt jetzt etwa so 2 Jahre lang an Say No More mitentwickelt. Was nehmt ihr denn davon jetzt für Learnings für euch auch mit? Also für mich ist es ja das erste Projekt, in dem ich das Technik-Department leite. Also in dem ich auch nicht nur für meinen eigenen Code verantwortlich bin, sondern auch noch für andere Leute. Das war auf jeden Fall ganz spannend, auch mal zu lernen, wie das ist, da die Verantwortung dafür zu tragen, für die ganze Sache. Das war auch sehr spannend am Ende und auch gruselig zu wissen, dass ich die Letzte war, die da drüber geguckt hat und gesagt hat, ja, das ist jetzt gut so. Ich erzähl's mal, weil es ist auch ein Eingeständnis von etwas, was nicht so gut geklappt hat. Wir wollen ein hohes Maß an Diversity in dem Spiel haben. Unter anderem auch im Casting, so der Sprecher. Wir haben auf jeden Fall gelernt, mehr Diversity einzubringen, muss man von Anfang an einplanen. Nicht nur bei Darstellern, sondern auch bei, okay, wir haben einen Character Editor in diesem Spiel. Wie sieht es aus mit verschiedenen Frisuren? So, unterstützen wir eigentlich viele Frisuren? Und die Frisuren, die wir haben, sind relativ weiß, würde ich sagen. Ich weiß nicht ganz, wie man das beschreibt. Und das ist so etwas, was wir erst recht spät bemerkt haben. Die Diversity DNA muss von Anfang an da sein in dem Spiel. Was ich auch immer total spannend finde, ist die Geschichte natürlich hinter den Entwicklerinnen und Entwicklern. Und deshalb würde ich total gerne von euch wissen, wie seid ihr beiden denn eigentlich Teil der Games-Branche geworden? Ich wollte nach der Schule Designerin werden. Und habe dann verschiedene Studiengänge gesucht und bin unter anderem auf den Studiengang Mobile Medien gekommen in Stuttgart. Der wurde beworben als, hey, wir machen ganz viel Design und so ein bisschen Programmieren. Und dann habe ich gedacht, ja geil, so ein bisschen Programmieren lernen kann ja nicht schaden. Dann hat man bestimmt später auch einen sicheren Job und so. Und Designerin will ich werden, dann mache ich das. Ja, und dann war dieser Studiengang halt ein Medieninformatik-Studiengang und ich habe Informatik gelernt. Und habe da gemerkt, okay, ja, Design ist nett und so, aber Programmieren finde ich eigentlich viel besser und kann ich auch viel besser. Und habe dann ganz viele Vorlesungen in die Richtung genommen und da gab es dann Vorlesungen plötzlich zum Thema Spieleentwicklung. Und ich hatte das vorher tatsächlich nicht so auf dem Schirm. Also ich habe immer viel Videospiele gespielt, aber daran gedacht, so richtig ernsthaft, dass ich das mal beruflich machen könnte, habe ich eigentlich nicht. Und habe dann mehr so aus Spaß mal so die erste Vorlesung genommen und gedacht, ach cool, das macht ja voll Spaß. Und dann habe ich immer mehr genommen und immer mehr, bis ich dann tatsächlich irgendwann mich tatsächlich darauf spezialisiert habe im Studium und habe dann mein Praxissemester auch schon bei Studio FISBIN gemacht. Ja, so lange ist der Werdegang gar nicht. Danach habe ich einen Bachelor gemacht und bin wieder bei Studio FISBIN angefangen. Ein ganz wichtiger Teil meiner Karriere war, dass ich eigentlich ganz viel Fanart gemacht habe. Nicht Fanart im Sinne von Bilder, sondern ich habe so gerne etwas, was schon existiert, genommen und damit herumgespielt und wollte etwas Neues damit erzählen. Ein Spiel, das mich sehr, sehr viel inspiriert hat, ist The Secret of Monkey Island. Da steht's, toll. Ein altes Spiel, das ich damals im Atari ST gespielt habe, da war ich 5. Und ich hatte da einen Zeichentrickfilm daraus gemacht. Ist auch eine coole Abkürzung, weil da existierte schon die Welt, die Charaktere und so. Und dann, das konnte ich schon nehmen und dann konnte ich meinen eigenen Humor dort einsetzen. Diesen Monkey Island Zeichentrickfilm, den habe ich 2007 gemacht. 2 Jahre später hat Telltale Games ein neues Monkey Island Spiel gemacht und mit diesem Zeichentrickfilm konnte ich mich dann dort bewerben und konnte dadurch beweisen, so, hey Leute, ich ticke genau wie ihr, kann ich bei euch ein Praktikum machen? Ich hatte da Glück, dass Telltale Games das Risiko eingeht und einfach jemand, der nicht programmieren kann, Praktikum anzubieten. Und mit Double Fine 2 Jahre später war es so ähnlich. Double Fine hat angefangen, ein neues Adventure Game zu machen. Kickstarter, ganz großes Event. Und da habe ich mir überlegt, ich möchte mich bewerben in Form irgendwie Fanart-mäßig und habe mich beworben mit so einem kleinen, das ist eine interaktive Bewerbung. Als Nicht-Programmierer, als jemand, der jetzt nicht viele Spiele früher gemacht hat, die einzige Möglichkeit, ein Praktikum dort zu bekommen, ist zu zeigen, wie viel Leidenschaft ich für diese Sachen mache, für die ihr dieselbe Leidenschaft habt. Und dann habe ich da ein Praktikum bekommen. Das ist total krass und wie gesagt, auch viel Glück mit dabei. Man muss zur richtigen Zeit den richtigen Tweet mal raussenden und so. So Sachen spielen da mit. Bei Telltale Games war ich involviert in Sam & Max Season 3 und ein bisschen auch in Walking Dead in der ersten Staffel. Back to the Future. Bei Double Fine war ich involviert in der früheren Produktion von Broken Age. Und habe ich Animatics gemacht. Ja, und nach Double Fine, da hat es nicht mehr. Na gut, das hat schon noch ein bisschen gedauert. Ich habe noch mein Studium zu Ende geführt, aber dann
bin ich zu Studio Fitzbin einfach gekommen. Dann habe ich die Katrin kennengelernt und ein paar Jahre später haben wir Say No More zusammen gemacht. Ja, ihr hattet großen Release-Tag, das heißt Say No More ist endlich da. Könnt ihr uns denn schon so ein bisschen verraten, an welchem Spiel ihr jetzt bei Studio Fitzbin als nächstes so arbeitet? Ich habe das Gefühl, wir arbeiten gerade gar nicht, weil wir nur auf Twitch sind und Leute beim Spielen zu gucken. Also es ist gerade voll schwer zu arbeiten. Es gab irgendwo mal eine Schlagzeile. Also wir arbeiten an einem Prototypen von einem neuen Spiel. Und ja, es kommen Minute of Islands und Lost at Sea dieses Jahr noch raus. Das wird ein echt spannendes Jahr noch. Mal sehen, wo wir am Ende des Jahres sind. Das ist sehr spannend. Ja, vielen, vielen Dank an Katrin und Marius, dass ihr mit dabei wart. Ich fand das super, super spannend, euren Einblick und auch eure eigenen Geschichten, wie ihr Teil der Games-Branche geworden seid. Wenn euch das zu Hause auch so geht, dann gebt dem Video doch total gerne einen Daumen nach oben. Dann weiß ich auch, dass ihr solche Einblicke total spannend und interessant findet. Ihr könnt natürlich auch total gerne eure Fragen an die beiden kommentieren. Genauso wie Leute, wo ihr sagt, hey, lad die doch mal als Interviewgast ein, quatsch doch mal mit denen, das fände ich total interessant. Und ansonsten würde ich mich natürlich auch total darüber freuen, wenn du hier meinen YouTube-Kanal abonnierst. Damit unterstützt du mich sehr und ist natürlich komplett kostenlos für dich. Für heute war es das aber erstmal. Ich freue mich, dass neben den beiden Interviewgästen auch du mit dabei warst. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!